Hallihallo, meine lieben Leseritter. Jetzt kommen die Neuerscheinungen für den Monat Juni. Es sind zwar nicht ganz so viele, aber die paar, die ich gefunden habe, werde ich euch jetzt vorstellen. Und wir beginnen am 5. Juni. Dort erscheint der zweite Band von Venturia, Glanz und Bürde, von Regina Meißner. Erscheint im Sternensand Verlag, hat 390 Seiten und kostet als Taschenbuch 14,90 € sowie als E-Book 2,99 €. Also da lohnt sich auf jeden Fall Zweiteres. Dann haben wir am 9. Juni Wenn die Dunkelheit endet von Constance Sawyers im Heine Verlag. Hat 544 Seiten, kostet broschiert 14,99 € und als E-Book 11,99 €. Frankreich im Jahr 1895. Hals über Kopf stürzt sich die junge Juliette Lacombe in eine leidenschaftliche Affäre mit dem verheirateten Maler Auguste Marchand. Juliettes Mutter, eine Hexe, belegt Marchand mit einem Fluch, doch dabei macht sie einen fatalen Fehler. Versehentlich bindet sie Juliettes Seele an die des Malers und verdammt ihre Tochter dazu, diese unglückliche Liebe wieder und wieder zu durchleben, bevor sie im Alter von 34 Jahren stirbt. Amerika im Jahr 2012. Kurz vor ihrem 34. Geburtstag ist Helen Lambert alles andere als zufrieden. Zwar ist sie Chefredakteurin eines angesagten Lifestyle-Magazins beruflich erfolgreich, doch ihr Liebesleben liegt in Trümmern. Sie ist frisch geschieden und hat gerade ein Blind Date mit einem Typen namens Luke, der, als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, auch noch behauptet, sie zu kennen, obwohl Helen ihn noch nie gesehen hat. Sie ahnt nicht, dass sie und Luke ein Geheimnis verbindet, das weit in die Vergangenheit zurückreicht, bis ins Jahr 1895. Dann haben wir am 16. Juni den dritten Band von Das Herz der Zeit, die vergessenen Geschichten von Monika Peetz. Erscheint im Wunderlich Verlag, hat 432 Seiten und kostet gebunden 18 € und als E-Book 14,99 €, genau. Am 22. Juni haben wir den vierten Band einer bekannten Fantasy-Reihe, nämlich Die Magie der tausend Welten. Und der vierte Band heißt Die Schöpferin von Trudy Canavan. Erscheint im Penhaligon Verlag mit 704 Seiten, kostet gebunden 20 € und als E-Book 15,99 €. Dann am 24. Juni erscheint der dritte Band der Waffenschwestern, nämlich Schattenkämpfer, das dritte Buch der Ahnen von Mark Lawrence, erscheint im Fischer Tor Verlag, hat 432 Seiten, kostet broschiert 16,99 € und als E-Book 14,99 €. Dann haben wir auch schon das vorletzte Buch im Juni, das erscheint ebenfalls am 24. Juni, nämlich Töchter der Freiheit von Theresa Jesberger. Erscheint im Fischer Verlag, hat 448 Seiten, kostet broschiert 13 € und als E-Book 9,99 €. Und auch hier haben wir mal wieder einen Klappentext dazu. Schöne Kleider tragen und lächeln. Das ist alles, was Elodeas Leben noch ausmacht. Denn Elodea war Teil einer Widerstandsgruppe aus Studentinnen, die sich gegen die Tyrannenherrschaft in Avendur gewandt hat und deren Mitglieder nun getrennt voneinander an den Adelshöfen des Landes auf Linie gebracht werden sollen. Doch plötzlich bekommen sie eine neue Chance, für ihre Ideen zu kämpfen. Gleichzeitig suchen auch andere im Kampf der Ideologien ihren Weg. Avian, der von seinem Vater in das Amt des Vorsitzenden der Kirche gezwungen wurde, obwohl er als Atheist nichts vom Glauben hält, unterstützt aus Angst um seine Familie die Herrschenden und wird dafür von seiner Schwester verachtet. Lionel, der verschollene Bruder der Königin, der aufgrund einer Behinderung von seiner Familie versteckt wurde, will sich mit Hilfe der Rebellen im Untergrund seinen Thron zurückerobern. Isobel, die als Gräfin in den Adelsstand geboren wurde, im Herzen aber eigentlich Demokratin ist, schmiedet heimlich Bündnisse für einen Umsturz, während Avendurs psychisch labile Königin unbeirrbar ihre Ideologie der Herrschaft des Stärkeren verfolgt und das Land in einen Krieg führen will. Verstricken sich die Rebellen immer mehr in einem Netz aus Schuld, Lüge und Verrat. Sie müssen sich entscheiden, sind sie bereit, für ihre Ideale zu sterben?
Jo, das war jetzt ein langer Text. Und zum Schluss dann noch ein zweiter Band, das Buch der gelöschten Wörter. Zwischen den Seiten von Mary E. Gardner erscheint dann am 29. Juni 2020 im Löbe Verlag. Hat 416 Seiten und kostet broschiert 14 Euro sowie als E-Book 9,99 Euro. Und das waren sie auch schon. 7 Stück, wenn ich mich nicht irre. Für mich war diesmal nicht wirklich was dabei, aber schreibt in die Kommentare, wenn euch was interessiert. Und wir hören und sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!